Ja, hallo liebe Zuschauer, Sie sehen Gegen den Strom und diese Sendung ist gedacht für Menschen, die etwas zu erzählen haben, die mit ihrem Leben, mit ihrer Art, wie sie sind, einfach gegen den Strom schwimmen. Und ich hatte das große Vergnügen, vor einiger Zeit einem Menschen zu begegnen, der dieses Motto richtig verinnerlicht und deswegen haben wir uns entschieden, Sie einzuladen. Ich darf herzlich begrüßen Tanja Begerek aus Landshut. Hallo Tanja, ja, schön, dass du da grüß bist. Grüß dich, Robert. Tanja, wir sind uns begegnet im letzten Oktober auf einem Kongress und hatten dann eben die Gelegenheit, zusammen nach Hause zu fahren. Da war mir relativ schnell klar, dass ich dich dann in der Sendung haben möchte. Schön, dass du zugesagt hast, schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute unterhalten über dich, über deine Art, wie du bist und über dein Leben, wie du das Leben siehst und wie du es annimmst. Ja, und zwar erstens hast du gesagt, du legst Wert drauf, dass du nicht behindert bist, sondern du bist andersartig. Ja, und so das fand ich schon mal ein sehr schönes Statement irgendwie so. Wieso andersartig? Warum ist das für dich keine Behinderung, sondern warum ist es andersartig? Ja, gute Frage. Wie kann man das am besten erklären? Sagen wir mal so, als ich bewusst denken konnte, so mit 3, 4 Jahren, ist meine Behinderung, also für mich nie eine Behinderung in dem Sinne gewesen. Ich war natürlich schon eingeschränkt körperlich, aber ich selber habe das anders gesehen einfach. Das kann man schwierig erklären, wenn ich ganz ehrlich bin. Ab welchem Zeitpunkt war dir bewusst, dass du körperlich anders bist wie die anderen Kinder? Eigentlich schon so mit 3, 4 Jahren. Also ich kann mich auch noch gut zurückerinnern an die Zeit. Also wenn man da mal zum Baden irgendwo hingegangen ist, haben natürlich dann schon einige immer geschaut. Was hat die? Und manche sind dann auch hergekommen, haben mich gefragt. Kinder? Aber ja, klar. Die Kinder halt oder so auch sind, mal ja. Erwachsene natürlich. Also ist das auch schon vorgekommen, so ist das nicht. Und hat mich aber nie jetzt irgendwie gestört, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also es war kein ich war Schock das für auch, dich? Nee, überhaupt nicht, nee. Ich habe das nie selber so gesehen. Als hätte ich jetzt eine wirkliche Behinderung. Ich sehe das, ich kann es nicht beschreiben, also es ist mir nicht von meinen Eltern so nur beigebracht worden, sondern ich habe schon diese Einstellung von Haus aus eigentlich gehabt. Darf ich fragen, wie sich das genau bezeichnet?